Das Dilemma der Menschheit war und ist seit eh und je, dass sie sich fast ausschließlich mit den Verstandesaktivitäten, das heißt mit dem Denken, identifiziert. Wenn du das Wesen des menschlichen Verstandes einmal grundsätzlich betrachtest, fällt dir als erstes auf, dass er extrem aktiv ist. Er ist unablässig tätig. Er kommt so gut wie nie zur Ruhe. Ein kontinuierlicher Strom von Gedanken geht dir durch den Kopf. Es herrscht ein Lärm, den du, so scheint es, nie ganz ausschalten kannst. Die überwiegende Mehrheit unserer Gedanken sind alt. Sie wiederholen sich ständig. Und ein großer Prozentsatz davon ist unnötig. Ein Großteil des Denkens dient keinem bestimmten Zweck. Es befasst sich nicht mit etwas Bestimmtem, das jetzt gerade getan werden müsste. Man könnte sagen, du denkst nicht, das Denken geschieht dir. Wir sind anscheinend dazu verdammt, mit einer lärmproduzierenden Maschine im Kopf zu leben, ob wir wollen oder nicht, ob es nötig ist oder nicht. Das ist so normal, dass keiner je auf die Idee kommt, einmal zu hinterfragen, ob er wirklich nicht aufhören kann zu denken. Manche Gedanken sind ganz nützlich und ab und zu taucht auch ein schöner oder kreativer Gedanke auf. Aber die meisten Gedanken sind problematisch. Sie befassen sich mit sogenannten Problemen. Beobachte dein Denken und sieh, wie es oft um Probleme kreist. In den meisten Fällen handelt es sich gar nicht um ein aktuelles, wirkliches Problem, das gerade jetzt und hier anliegt. Vielmehr ist es meist ein Problem, das durch das ständige Denken müssen erzeugt wird. So verhält es sich beispielsweise, wenn du dir Sorgen machst. Du liegst warm und wohlbehütet im Bett. Bis auf deinen Atem ist es vollkommen still. Aber im Kopf ist es nicht still. Der gedankliche Lärm sorgt für hektische Betriebsamkeit. Das ist völlig normal. Und es wäre schlimm genug, wenn das alles wäre, dauernd im mentalen Lärm gefangen zu sein und nicht davon loskommen zu können. Es ist aber mehr als das. Da der mentale Lärm heutzutage in einem sehr frühen Alter einsetzt, ist nach einiger Zeit dein ganzes Empfinden davon, wer du eigentlich bist, dein Selbstgefühl, dein Identitätssinn, dein ursprüngliches Ich-Gefühl, fest verbunden mit der Aktivität des Verstandes, verbunden mit dem Denken und mit gedanklichen Bildern und Konzepten. Wenn du dir selbst vorstellst, wer du bist, hast du sofort ein Bild vor Augen, wer du zu sein glaubst, ein denkendes Ich. Du stellst fest, dass ein Großteil der laufenden Gedankentätigkeit etwas mit dem Ich zu tun hat, mit dem Ich im Kopf, mit dem Bild dessen, der ich zu sein glaube. Ich und meine Probleme, ich und meine Geschichte. Viele Gedanken kreisen um dieses Ich und meine Probleme. Oder man könnte sagen, mein problematisches Ich. Dein Denken ist sich nicht darüber im Klaren, dass diese mentale Aktivität die Probleme meist erst schafft. Es sagt, nein, ich denke so angestrengt nach und mache mir Sorgen, weil ich die Verantwortung für mein Leben trage. Wenn ich mir keine Sorgen mehr mache und nicht mehr ständig nachgrüble über mich und meine Probleme und meine problematische Lebenssituation oder was mir widerfahren könnte, dann bricht mein Leben zusammen. Im Denken und durch das Denken die eigene Identität zu suchen, ist normal. Wenn du das Wort Ich aussprichst, vermutlich in unserer Sprache das am häufigsten gebrauchte Wort, wenn du also Ich sagst, meinst du im Allgemeinen dein Verstandes-Ich. Das Ich, das du zu sein glaubst, wenn du denkst, das Ich aus Ich und meine Geschichte, das Ich, mit dem du dich ständig beschäftigst.
Es gibt einen bekannten Satz des Philosophen Descartes, der die fundamentalste Wahrheit der menschlichen Existenz ergründen wollte und am Ende zu dem Schluss kam: Ich denke, also bin ich. Er setzte das Denken mit dem Sein gleich. Selbst zu seiner Zeit war es also schon gang und gäbe, sich mit seiner Denktätigkeit gleichzusetzen. Besteht dein Wesen, deine wahre Identität, aus Gedankeninhalten und den ihnen entsprechenden Emotionen? Du hörst dir dies gerade an, weil du ergründen willst, ob nicht doch etwas in dir tiefer geht als die Gedanken und Emotionen, ob es da noch eine andere Dimension des Bewusstseins gibt. Wenn du einem einjährigen Kind in die Augen schaust, ein Kind, das noch nicht sprechen kann, sich jedoch seiner Umwelt schon bewusst ist, dann siehst du, dass dich etwas von großer Reinheit, voller Lebendigkeit und Licht anschaut. Kein Urteil, keine Interpretation, reines Bewusstsein, das noch keine Form angenommen hat. Das begriffliche Denken hat noch nicht begonnen. Das Kind hat noch keine Worte, keine Gedanken im Kopf angesammelt. Mit 1,5 oder 2 Jahren beginnt dann die Geschichte des Ich, sobald das Kind zu sprechen anfängt. Eines der ersten Worte, die das Kind sprechen lernt, ist sein eigener Name. Mutter oder Vater fragen das Kind: Wie heißt du? Das Kind lernt, darauf mit seinem Namen zu antworten und setzt allmählich den Namen mit dem Gefühl gleich, das es von sich selbst hat. Das klingt recht harmlos und ist natürlich letzten Endes unvermeidlich. Ich sage ja auch nicht, dass man einem Kind seinen Namen nicht vorsprechen sollte. Doch ist dies schon der Beginn der Gleichsetzung von Gedankenformen mit dem Ich-Gefühl. Der Name allein genügt aber nicht. Andere Erfahrungen, andere gedankliche Bilder, Inhalte, Konzepte, die mit dem Namen verbunden sind, sammeln sich jetzt an. Der Name ist so etwas wie ein Gefäß oder ein Korb, ein Behältnis, das zusätzliche gedankliche Inhalte aufnehmen kann, mit denen du dich identifizierst, die zu einem Selbst werden. Erfahrungen, Meinungen, die Ansichten deiner Eltern von dir, das alles sind Inhalte, die sehr wichtig für dein Selbstbild sind. Wenn dir also deine Eltern sagen, dass du zu langsam lernst, nicht gut genug bist, tust du dieses mentale Material in den Korb, auf dem dein Name steht. Ist es erst einmal im Korb, fällt es sehr schwer, es wieder loszuwerden. Der Inhalt des Verstandes besteht aus vielerlei: Erfahrungen, Kenntnissen, Leiden, den Leuten, die du kennst, dem kulturellen Hintergrund. Und der Name hält alles zusammen. Der Inhalt wird dem Namen hinzugefügt. Das Ich-Gefühl, mit dem du dich identifizierst, wird stärker. Nach einigen Jahren, in denen du weiteren Inhalt zusammengetragen hast, glaubst du zu wissen, wer du bist. Aber ganz sicher bist du nie. Und das nicht nur als junger Mensch. Beim Älterwerden stellst du fest, dass dein Ich-Gefühl nie ganz vollständig ist. Allenfalls einmal für wenige kurze Augenblicke. Ich bin noch nicht vollkommen ich selbst. Ich brauche noch mehr Zeit, um mich zu verwirklichen. Das ist der Grundtenor des Selbstgefühls, das sich auf Denken gründet. Für das tätige Leben stimmt das natürlich, denn es bleibt immer noch so viel zu tun. Unzählige Dinge könntest du tun, du hast bloß nicht genug Zeit. Selbst wenn du 1000 Jahre lebtest, wäre es dir auch nicht annähernd möglich, alles anzupacken, was du eigentlich tun könntest. Irgendwann widmest du dich schließlich nur noch einer oder ein paar Hauptaktivitäten und schließt damit viele andere Möglichkeiten aus. Oder du versuchst, ein Ziel zu erreichen, das du dir gesteckt hast.
den Höhepunkt einer beruflichen Karriere oder dergleichen. Ich muss das schaffen, dann bin ich endlich ganz ich selbst. Ich brauche die Anerkennung. Dafür arbeitest du jahrelang. Vielleicht erreichst du dein Ziel, vielleicht auch nicht. Viele bleiben auf der Strecke, denn nicht jeder kann ganz oben sein. Du kannst es ja nur schaffen, dein Selbstgefühl dadurch aufwerten, dass du es vor aller Welt schaffst, wenn viele andere es nicht schaffen. Sonst ergibt es keinen Sinn, es funktioniert nicht mehr. Das Schaffen wird dann bedeutungslos. Natürlich möchtest du dir gerne im Geiste sagen können, dass du es geschafft hast. Und vielleicht werden auch andere dir bestätigen, dass du es wirklich geschafft hast. Aber wenn du es nicht schaffst, kannst du dich immerhin mit deinem Versagen besonders herausstellen. Ich bin ein armer Mensch und ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft, weil die Welt mich unfair behandelt hat und meine Lebensumstände so widrig waren. Ich hatte auch einen schlechten Start im Leben. So kann sich ein Ich-Gefühl bilden aus jemandem, dem Unrecht getan worden ist. Und das kann man dem Inhalt des Geistes, des Verstandes, hinzufügen. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, sich von einer bestimmten Person, von den Eltern oder von der ganzen Welt schlecht behandelt zu fühlen. Dadurch kann ebenfalls ein sehr starkes Selbstgefühl entstehen, das Gefühl, versagt zu haben. In den Augen der Welt habe ich versagt. Ich hatte nie eine Chance. Oder ich hatte ein paar Chancen, aber sie haben letztlich nichts genützt und ich habe es dann irgendwie doch nicht geschafft. Auch wenn du tief unglücklich bist und dich miserabel fühlst, kannst du aus diesem Gefühl deine Identität beziehen. Du erzählst anderen, warum du dich so elend fühlst und was die Welt dir angetan hat oder was auch immer es ist. Auf diese Weise stärkst du deine Identität als armer Mensch immer mehr und andere werden dich wahrscheinlich darin noch unterstützen. Sie hören deiner Geschichte zu und sagen, ja, du hast recht. Einmal kam eine Frau zu mir und erzählte vor allem, wie unglücklich ihre Ehe war. Sie hatte nur noch im Kopf, wie schwierig sich doch das Zusammenleben mit ihrem Mann gestaltete. Sie reagierte bloß auf sein Verhalten. Alles, was er tat, regte sie auf. Und aus dieser Verärgerung und allen Gedanken, die nur darum kreisten, schöpfte sie ihr Selbstgefühl. Nach einigen Monaten machte ich ihr klar, dass sie entweder ihren Mann verlassen oder sich das Reaktionsmuster bewusst machen müsste, mit dem sie sich identifizierte, um nicht mehr einfach nur auf ihn zu reagieren, sondern ihm endlich zu erlauben, sein zu dürfen. Einen Augenblick lang stand ihr die Möglichkeit der Befreiung vor Augen. Die Möglichkeit, aus ihrem mentalen Selbstbild herauszutreten. Doch schließlich sagte sie, aber wenn ich davon ablasse, was bleibt mir dann? Sie hatte das Gefühl, ich brauche das. Wer bin ich denn noch, wenn dies wegfällt? Wenn ich ein Muster, mit dem ich mich in Gedanken 10, 20, 30 Jahre identifiziert habe, plötzlich aufgebe, wer bin ich dann noch? Wenn ich keine traurige Geschichte mehr zu erzählen habe, und das trifft auf eine ganze Menge Leute zu. Wer bin ich dann noch? Sobald sich ein bestimmtes Selbstgefühl im Kopf etabliert hat, besteht eine tiefe Abneigung, es aufzugeben. Jeder Therapeut weiß, wie sehr sich der Klient dagegen sträubt, dass ihm etwas bewusst wird. Wie stark der Impuls ist, sich an ein bestimmtes Selbstgefühl zu klammern. Zu glauben, es geschafft zu haben und zu glauben, versagt zu haben, sind zwei Extreme. Die meisten Menschen pendeln zwischen den beiden hin und her. Ein paar Tage lang denkst du, es geht dir gut, und dann zerstört eine kritische Bemerkung von jemandem plötzlich dein ganzes Selbstvertrauen. Du musst dir klar machen, dass ein Selbstgefühl, das du aus deinem Verstand, aus deinem Denken beziehst, nie auf Dauer ungetrübt und befriedigend sein kann, wie erfolgreich du in den Augen der Welt auch sein magst. Es ist ein weit verbreiteter Fehler zu glauben, dass du dich vervollkommnen kannst, indem du deinem Selbstbild bestimmte Dinge, mehr Wissen, Anerkennung durch andere, eine schöne Frau, einen reichen Mann, ein neues Haus
oder einen teuren Sportwagen hinzufügst. Zu glauben, auf diese Art endlich anzukommen, deine Geschichte mit einem Happy End abschließen zu können. Doch kannst du nie zu dir selbst finden, indem du die Zukunft benutzt, um deinem Ich noch etwas hinzuzufügen und so Vollkommenheit zu erlangen. Damit sage ich nicht, dass du nicht mehr Wissen und Können im Leben erwerben solltest. Das ist alles wunderbar. Natürlich brauchst du Zukunft, um etwas Neues zu lernen und dir neue Fähigkeiten anzueignen. Dazu brauchst du Zukunft. Aber so dein Selbstgefühl aufpolieren oder stärken und vervollständigen zu wollen, ist frustrierend und vergeblich. Du wirst dieses Selbstgefühl nie erlangen, auch wenn du noch so viele Inhalte hinzufügst. Es wird nie genug sein. Zwar wirst du für kurze Zeit ein Gefühl der Befriedigung haben, aber schon bald wird dir klar, das war es doch noch nicht. Vielleicht hast du die Vorstellung, es materiell zu etwas bringen zu wollen und versuchst, Erfüllung zu finden, indem du dein Leben mit immer mehr Dingen anreicherst, mit denen du dich identifizierst. Eine Zeit lang befriedigen sie dich auch. Du hast das Auto und die Villa und damit alle die Symbole materiellen Erfolgs. Eine Zeit lang verschaffen dir diese Dinge ein gutes Gefühl. Zu Anfang genießt du es, in deinem großen Auto zu sitzen, von anderen bewundert zu werden. Aber nach einiger Zeit bist du an das Ding gewöhnt. Es hat auch bloß 4 Räder und fährt dich von A nach B. Mag sein, dass es bequemer oder schneller ist als andere Autos, aber Erfüllung findest du darin nicht. Sieh ein, dass es ein Trugschluss ist, dich in der Zukunft zu suchen. Sieh ein, dass es ein Trugschluss ist, dich außerhalb deiner selbst zu suchen. Das Einzige, was untrennbar mit dem Leben verbunden ist, ist der Bereich des Jetzt. Das Leben vollzieht sich immer jetzt. Niemand kann das abstreiten. Aber was ist das für ein Leben, bei dem man das Jetzt ständig verpasst, weil man irgendwelchen Zukunftsphantomen nachjagt? Dadurch tauscht man das einzig Wirkliche gegen eine mentale Projektion ein, gegen etwas Gedankliches. Was du in der Zukunft gesucht hast, dich selbst, findest du, wo du es am wenigsten erwartet hättest. Du stellst fest, dass es bereits hier ist, jetzt. Auf einer tieferen Ebene besteht also schon dieses Gefühl der Unbeschwertheit, der Lebendigkeit und, ja, der Liebe. Dass alle Dinge, nach denen du gesucht hast, schon da sind und es gar nicht nötig ist, die Geschichte in deinem Kopf erst zu Ende zu bringen. Deine Geschichte entwickelt sich natürlich irgendwie weiter. Aber sie muss nicht vervollständigt werden und sie kann dich nie auf die Dauer befriedigen. Es ist eigenartig, aber wenn du nicht mehr darauf fixiert bist, dass deine Geschichte dir Erfüllung bringt, verläuft sie angenehmer, harmonischer, mit größerer Leichtigkeit. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Damit hat er nicht etwa irgendetwas Abstraktes gemeint, sondern eine lebendige Wahrheit. Die Wahrheit dessen, der du bist, die Essenz deines Seins. Sie wird dich frei machen. Und dann sagten seine Jünger, wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Du musst hier hinter die Begriffe, die Worte schauen. Jesus antwortete, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wie es in der Bibel verwendet wird, bedeutet das Wort Sünde, wörtlich übersetzt, in etwa das Ziel verfehlen. Das Ziel der menschlichen Existenz zu verfehlen. Ich würde Sünde mit Unbewusstheit übersetzen. Ihr seid also Knechte der Unbewusstheit, Sklaven der Unbewusstheit. Du bist der Sklave deiner konditionierten geistigen Verfassung.
Daran ist nichts Persönliches. Es ist der Zustand der Menschheit nach Jahrtausenden der Konditionierung. In den spirituellen Traditionen ist die Rede von Freiheit, Befreiung oder Freiwerden. Freiwerden wovon? Freiwerden vom Denken. Freiwerden von der Zeit. Von der zwanghaften Beschäftigung mit Vergangenheit und Zukunft. Freiwerden vom Leiden. Und frei werden von einem erdachten Selbstgefühl, das die Geschichte im Kopf erzeugt. Ich bin hier, um dir die frohe Botschaft zu verkünden, dass die Möglichkeit besteht, von diesem lächerlich eingeschränkten Selbstgefühl frei zu werden. Es ist das Jetzt, in dem du dir deiner wahren Identität bewusst wirst. Du bist in deinem innersten Kern Gott oder Liebe. Gott ist kein Wesen, das irgendwo im Raum herumschwebt und alles unter Kontrolle hat. Gott ist die Essenz deines Seins. Wenn du tief genug schürfst, findest du diese Essenz. Und das Wunderbare ist, dass du keine Zeit dazu brauchst. Zeit ist genau das, was du nicht brauchst, um dich selbst zu finden. Du erfährst es immer nur jetzt. Und es entsteht in einem Bewusstseinszustand, den ich Präsenz nenne. Das ist ein Zustand, in dem das Denken ohne Denkzwang funktionieren kann. Um die Wahrheit zu erkennen, wer du jenseits von Name und Form bist, musst du in das Jetzt eintreten. Du kannst durch eine Reihe von Toren in das Jetzt eintreten. Du kannst durch deinen inneren Körper eintreten. Oder durch Stille, oder Hingabe an das, was ist. Ein Tor ist nichts weiter als eine Öffnung. Du kannst ein Tor nicht besser oder schlechter durchschreiten. Entweder du gehst hindurch, oder du lässt es bleiben. Es gibt verschiedene Tore oder Eintrittsmöglichkeiten ins Jetzt, und jedes Tor, das du benutzt, schließt in gewisser Weise die anderen mit ein. Zum Durchschreiten eines Tors in das Energiefeld des gegenwärtigen Augenblicks ist es nicht nötig, dem, der du schon bist, etwas hinzuzufügen. Das ist das Schöne daran. Und es ist dem Verstand unbegreiflich. Du meinst, dass diesem kleinen Ich mit seiner unbefriedigenden Geschichte, diesem Ich, das es noch nicht recht geschafft hat, nichts mehr hinzuzufügen ist? Dabei liegt doch noch so vieles mit meinem Leben im Argen. Wie könnte es da wahr sein, dass ihm nichts hinzuzufügen ist? Wie zuvor bereits erwähnt, geht es nicht darum, ob auf der persönlichen Ebene etwas hinzugefügt wird oder nicht. Auf dieser Ebene kann etwas hinzukommen, zu deinem Wissen oder Können. Du kannst eine neue Sprache oder den Umgang mit einem Computer lernen oder dich in einer sportlichen Aktivität wie dem Skifahren schulen. Es macht dir unter Umständen sogar Spaß, aber du brauchst das alles nicht, um du selbst zu sein. Und es macht auch nichts, wenn du das alles nicht schaffst. Es spielt letztlich keine Rolle. Auf einer tieferen Ebene, da wo es darum geht, wer du wirklich bist, ist erstaunlicherweise nichts zusätzlich nötig, um präsent zu sein. Das ist nichts, woran du glauben müsstest, sondern etwas, das du als Befreiung erkennen solltest, die dein ganzes Sein betrifft. Es ist die Erkenntnis, dass du den Zustand der Gegenwärtigkeit bereits in dir trägst und dass er bisher einfach nur vom mentalen Lärm, vom ständigen Denken überdeckt war. Er wird auch von dem gedanklichen Selbst überlagert, das sagt, nein, das ist nicht wahr, so bin ich unvollständig. Für meine Identität muss ich mir noch etwas von diesem oder jenem zulegen. Aber deine Identität erfordert gar nichts Zusätzliches. Für andere Zwecke brauchst du vielleicht noch etwas, aber nicht für das, was du bist, dein innerstes Wesen. Nach der Musik werde ich dir die Tore zum Jetzt vorstellen und dir zeigen,
wie leicht du sie durchschreiten kannst. Diese Übungen sind so einfach, weil sie dich in deinen natürlichen Zustand führen und von deinem wahren Selbst sofort erkannt werden. Der Körper freut sich, wenn du ihm Aufmerksamkeit zuwendest. Wenn du in den inneren Körper eintrittst und dort verweilst, ist es, als sänge jede Zelle ein Dankeslied. Jede einzelne Zelle lebt auf, weil du ihr Aufmerksamkeit schenkst. Es ist eine der kraftvollsten und besten Übungen zur Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden, die Aufmerksamkeit auf den inneren Körper zu richten. Stille führt dich zur inneren Ruhe, zu einem Zustand des Nichtdenkens, der zugleich auch sorgenfrei ist. Dieser Zustand ist sehr erholsam und erfrischt den ganzen Menschen. Wenn du das Leben so, wie es sich dir im Jetzt präsentiert, annimmst, bedeutet das, ihm keinen Widerstand zu leisten. Das macht das Leben leichter und hilft dir auf vielerlei Weise. Benutze diese Tore. Nimm sie in deine tägliche Routine auf. Sobald du dich mit dem Zustand weiter Gegenwärtigkeit vertraut gemacht hast, erkennst du den Unterschied zwischen diesem und dem Normalzustand des Menschen, dem, was du bisher für normal gehalten hast. Während du im Jetzt weilst, wird dir immer klarer, dass deine wahre Heimat der Zustand der Gegenwärtigkeit ist, den du in dieser zeitlosen Dimension erfährst. Das Jetzt ist deine Heimat. Du kannst nicht herausfallen aus dem Jetzt. Du brauchst nicht mehr nach dir selbst zu suchen. Du bist in Sicherheit. Du bist zu Hause. Während du im Jetzt weilst, bist du dir deines wahren Wesens jenseits von Name und Form bewusst. Das ist Selbstverwirklichung. Und es ist so einfach. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, fällt alles Falsche im Leben von dir ab. Das Leben wird klarer, einfacher und friedlicher. Und es ist von mehr Freude erfüllt.